Tief im Wald, da sind wir gestrandet bei The Forest. Wir haben mitten in der Nacht und wir können jetzt speichern und schlafen getrennt voneinander. Und so ein paar andere neue Features. Ich habe keine Rüstung, sehe ich gerade, aber ich habe genügend Lizard Skins für eine Rüstung anzulegen. Ich habe mal gelesen in einem Forum, dass es besser ist, erst kurz vor einem Kampf diese Rüstung anzuziehen oder aufzutragen, besser gesagt. Und werden wir dann auch tun. Irgendwas ist mit der Axt nicht in Ordnung. Ich habe den Eindruck, mit der Version 0.06 geht es irgendwie ein bisschen bergab. Also klar, es ist noch eine Alpha-Version. Es geht eigentlich immer bergauf, ne? Normalerweise, aber gut, habe ich auch genug. Wie bin ich überhaupt ausgestattet? Die Blätter sieht man immer noch nicht. 299 Blätter, 10 Sticks, Geld. Aha, okay. So, was wir unbedingt brauchen, ist noch hier unseren Walkman. Einen Kopf sporadisch haben wir auch, um ein schnelles Effigy zu bauen, wenn wir das überhaupt noch wollen. Dieser Bugfehler, der ist ja hier behoben worden. Das finde ich ganz ausgezeichnet. Wir können auch direkt mal so ein bisschen hier erzeugen. So, wir brauchen auf jeden Fall noch jede Menge Aloe Vera. Ja. Und was wir auf jeden Fall machen werden, ist verstärkt die Insel erkunden. Dazu gibt es... Oh, Aloe Vera. Sehr gut. Noch eine Portion. Was ist denn da so hell? Sind da wieder die Eingeborenen? Gut, ich weiß nicht, ob es unbedingt so klug ist, jetzt das mitten in der Nacht zu machen. Aber wir wollen auf jeden Fall die Yacht finden für diesen Kassettenplayer. Oder Walkman. Und wir wollen auf jeden Fall die Beete anpflanzen. Oh, das versuchen wir mal. Das ist eine ganz hervorragende Idee. Ich habe ja jetzt Aloe Vera eingesammelt. Und nach Adam Riese müsste man jetzt auch Aloe Vera anpflanzen können. Ja, werden wir mal gucken, was dann bei herauskommt. So, vor einigen Folgen hatten wir hier noch eine nette Hausdame. Die ist leider nicht mehr da. Das war, glaube ich, eine Kannibalin ihres Zeichens. Und wir haben einen schönen Vollmond. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal ein bisschen durch den Wald. Das sind blaue Beeren. Ich hoffe, die kann man essen. Nee. Anscheinend nicht. Also weg damit. Wie sehen die denn aus? Wahrscheinlich weiße Beeren und vom Mond blau angeleuchtet. Ich habe keine Ahnung. Gut, wir hatten in der letzten Folge... Aha. Also noch mehr Aloe Vera. Da war ein kleiner Leck. Wir hatten in der letzten Folge hier unsere Mini-Basis etwas ausgebaut. Aha, können wir nochmal anpflanzen. Sehr schön. Gucken wir uns die mal genauer an. Wir haben hier einfach ein paar Dächer draufgesetzt, damit wir da irgendwie ein bisschen geschützt sind. Ich überlege gerade, ob wir hier noch eine Seitenwand machen. Das ist eigentlich eine ganz hervorragende Idee. Da können wir mal schauen. So eine Wand oder so eine Defense Wall? Nein! Ach, Quatsch. Uah. Was war das denn? Auch ein Fenster ist auch nicht schlecht, oder? So, können wir es irgendwie dranklicken? So, ein Fenster ist ganz gut. Dann können wir wenigstens noch rausgucken, falls irgendwas ist. Und was wir eigentlich auch mal machen könnten, ist eine Treppe, eine Stufe da hoch. Da haben wir eine kleine Aussichtsplattform. Ah ja, so. Wie gesagt, diese Dinge und dann müssen wir uns einfach in den nächsten Folgen die Insel genauer angucken. Das heißt also wirklich ein bisschen verstärkt die Insel erkunden. Dazu habe ich mir eine Mod installiert. Naja, installiert ist ein bisschen witzig. Das ist nämlich die Satellitenmod. Das heißt, wir können hier uns ein bisschen bewegen. Hier ist unsere Absturzstelle. Und das ist quasi die Insel, die wir erkunden müssen oder können, dürfen. Wir können ein bisschen reinscrollen, können auch ein bisschen rausscrollen
Und wir sehen halt quasi die ganze Insel. Ich weiß nicht, ob man auch ein bisschen. Nee, es geht jetzt leider nicht. Mit Shift vielleicht. Alt. Steuerung. Ich habe jetzt Angst, dass ich irgendwie die Aufnahme nachher abbreche. Nee. Alles nicht geklappt, aber ist auch nicht schlimm. Wir können ein bisschen ranscrollen. Dann sehen wir nämlich wirklich tatsächlich von oben wie ein Satellit die Insel. Hier ist unsere Behausung. Und ja, das wird uns auf jeden Fall eine sehr gute Hilfe sein, denn ich habe die Karte einfach nicht ausdrucken können. Also klar, auf DIN A4, schwarz-weiß, natürlich möglich, aber das ist dann auf DIN A4, ist viel zu klein und ich weiß nicht, ob das so unbedingt hilft. Und da finde ich diese Map oder diese Mod eigentlich ganz schön. Da können wir nämlich hier schön gemütlich an der Küste entlang gehen. Was ist das denn da? Ah, hier ist irgendwie ein schwarzes Loch. Früher hatte man weiße Flecken in den Landkarten. Ne, das ist einfach ein Grafikfehler. Gut, okay. So, jetzt brauchen wir erstmal ein paar Bäume. Oh, sind die wieder alle da? Ne, hier ist noch ein Baumstumpf. Ja, Version 0.06. Da gibt es noch ein paar Neuerungen. Die hatte ich ja auch in der ersten Folge der Version 0.06 in einem Schnelldurchgang durchgenommen. Ich muss mir das nochmal genauer angucken, denn ich meine nämlich, es gibt einen bestimmten Strand. Da gibt es irgendeine Neuerung. Aber genau weiß ich es auch nicht mehr. Ich meine, ich hätte das irgendwie gelesen. 5 Stück brauchen wir. Der gibt wahrscheinlich 1, 2, 3, 4, ne? Oh, er könnte hätte auch mal 5 geben können, ne? Gut. Es gibt nämlich noch ein paar Neuerungen in dem Spiel. Dazu müssen wir aber, glaube ich, nochmal zum Flugzeug zurück oder an einem bestimmten Strand. Es gibt nämlich den Turtle Beach, also da, wo tatsächlich die. Okay, was ist das denn? Also ich probiere jetzt mal eine Beere. Ah, es geht. Alle Beeren aufgefuttert. Sehr schön. Oh, das finde ich aber nett. Ich dachte zwar immer, man könnte Aloe Vera anpflanzen irgendwie. Was macht ihr denn da? Kommst du her? So, noch 2 Baumstämme. Müssen leider noch einen Baum fällen. Ne, müssen wir nicht. Doch, müssen wir leider. Ach, das ist ärgerlich. Für einen Baumschaden. Oh, Aloe Vera, das nehmen wir mit. Und nochmal Aloe Vera. Dann können wir uns da gerade doch noch was basteln. Ah, das muss erst weg. Okay, craften ist. Ist eine lineare Angelegenheit. So, jetzt habe ich noch ein Aloe Vera und einmal Marigold. Ach komm. Das haben wir insgesamt 11-mal. Medizin. Das ist durchaus lobenswert. Ne, da falle ich nicht nochmal drauf rein. Ja, man müsste auch natürlich da reinschlagen und nicht daneben schlagen. Also ich finde das ganz toll, die Effekte, wenn das Holz hier splittert. Und ja. Ich bin gerade etwas überrascht, dass das so ohne weiteres klappt hier. Wir sind mitten in der Nacht und wir hauen hier voll auf den Baum drauf und keiner. Kann man den irgendwie. Doch, schubsen kann man den ein bisschen. Okay, klar. In das Wasser rein. Nummer 1, Nummer 2. Oh, es wird morgen. Das heißt für uns, wir müssen uns aufmachen oder aufbrechen. Aber gerade bauen wir das Fenster noch zu Ende. Das ist eigentlich ganz schön. Da haben wir hier ein bisschen Schutz, falls sie doch mal hier entlang kommen. Aber ich glaube, die sind so wasserscheu wie. Ich weiß es nicht. Wie irgendwelche anderen Lebewesen. Löwen zum Beispiel. Oder Elefanten gehen ja, glaube ich, gerne ins Wasser. Jetzt haben wir noch hier ganz viele Baumstämme rumliegen, aber das macht gar nichts. So, wir nutzen mal die Karte. Was natürlich fehlt, ist
irgendeinen Punkt, wo ich bin. Das ist auch interessant hier. Und ja, komm, wir gehen einfach mal der Küste entlang. Und wir werden uns hoffentlich den Kassettenplayer holen können von unserem Ausflug. Und wir werden deswegen auch ganz viele Büsche sammeln. Ah, jetzt sind wir hier am großen Baum. Da müsste ich mal schauen, ob wir den auf der Karte. Oh oh. Oh oh. Wir verstecken uns mal hinter diesem Baum. Ja, kann man echt nicht erkennen, ne? Ich weiß nicht, wo ich bin. Man muss wirklich näher ranzoomen. Da ist der Baum. Ah ja. Ja gut, also wie gesagt, für die grobe Orientierung ist das mehr als ausreichend. Die Version ist ja auch noch in der Programmierung. Diese Mod für The Forest, ich glaube, es gibt wahrscheinlich mehrere Mods, aber ja, mal gucken, ob wir das schaffen. Nein, Mist, verdammt. Jetzt habe ich. Oh, die Pflanze nehmen wir mit. Wir ducken uns. Ach Mist, ich wollte eigentlich keine Kannibalen oder Einwohner. Ich weiß nicht, ob das der neue Stamm ist, weil diese Art der Gegner, die hatten wir in den älteren Versionen überhaupt gar nicht. Nee, die sehen uns nicht. Das ist sehr schön. Wir schleichen uns mal dran vorbei, denn wir wollen ja schließlich die Yacht finden und wir wollen die Insel erkunden. Das ist eigentlich so unser Hauptziel. Und wir müssten eigentlich was zu essen suchen. Also wir haben zwar noch genügend Essen im Magen, aber so langsam wäre ein voller Rucksack auch nicht schlecht. Nun, genau so ist es. So, wir genießen noch ein bisschen die frühen Morgenstunden. Aber es bewegt sich auch nichts hier, ne? Blätter. Vögel sind schon mal da, das ist sehr gut. Und da haben wir auch genügend von. Hier ein Hasen und zwei. Ja, ich finde, das ist ein bisschen mager. Oh, ist das nicht ein schönes Bild? So, was haben wir da? Felsen. So, den hauen wir mal klein. Da gibt es Blätter für. Blätter kann man nicht genug haben. War da irgendwas? Ne, das war, glaube ich, von dem Busch. Die Krone des Bäumchens hier. Ja, da haben wir eigentlich schon genug. Auch Pilze. Die wollte ich eigentlich nicht unbedingt essen, aber macht nichts. Gut. Warum dreimal schlagen, wenn wir es einmal erledigen können? Was haben wir da? Getränkedose. Liegt einfach so mitten im Wald rum. Das ist aber ein bisschen seltsam. Pilze, Pilze. Na, ein bisschen gibt das Nahrung zurück. Wir nehmen mal diese Blumen mit. Das war eigentlich mein erster Gedanke, dass es die Blumen sind und gar nicht die Pilze. Und ja. Also bisher sind wir noch gut verschont geblieben. Also ich bin erstaunt, dass wir uns so einfach an den wegschleichen konnten. Jetzt hauen wir erstmal hier alles zu Kleinholz. Du machst Kleinholz, ich suche Rinde. Das gibt es irgendwie so ein Liedchen. So, wir versuchen nochmal diese hervorragende Map uns anzuschauen. Also ja, ich finde die wirklich für die grobe Orientierung ganz hervorragend, nur irgendein X oder irgendein Anzeichen, wo der Spieler ist. Das wäre noch eine feine Sache. Ich glaube, ich werde sie mir trotzdem mal ausdrucken, die andere Karte, die ich gefunden habe bei Steam. Das ist ein ganz fleißiger, der wirklich die ganze Insel kartiert hat. Und er hat auch, soweit ich weiß,
Ach, das geht nicht. Das ist der kaputte Baum. Was ist denn das? Das hatten wir schon mal in irgendeiner Folge. Ah, geht nicht. Der hat sogar die ganzen Kaninchen und Eidechsengründe aufgezeichnet. Das heißt also, man kann sich tatsächlich da so ein bisschen orientieren. Es gibt Gebiete, wo tatsächlich Hasen und Eidechsen vermehrt vorkommen. Oder wo sie überhaupt vorkommen. Oder vielleicht spawnen die da und die wandern dann quasi über die Inselkarte. Ich weiß es nicht so genau. So, was haben wir hier? Können wir hier runter? Das sieht aber gefährlich aus. Ich glaube, hier waren wir auch schon mal. Ich glaube, wir waren so ziemlich an jedem Ort hier mittlerweile. Naja. Gut, dann wagen wir uns wieder nach oben.